Jo Leute, was geht? Zu einem weiteren Video von mir. Und ja Leute, heute befinden wir uns mal wieder in der Stadt oder eher gesagt am Strand von der Stadt. Und ja Leute, ich habe mal wieder einen hammergeilen Wallbreach für euch, wie ihr in dieses Gebäude hier reinkommt, in dieses große Gebäude, aber nur in das vordere oder ins hintere, wie ihr wollt. Und ja, dafür braucht ihr einfach nur ein BMX. Und ja, in dem Wallbreach könnt ihr Spieler gut trollen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ihr müsst euch mit eurem BMX an dieses Garagentor begeben hier. Und dann fahrt ihr mit eurem BMX da so dran. So, dass euer Charakter da gleich rumbackt. Wir fahren da jetzt mal immer vorwärts und rückwärts dran. Also ihr müsst so dicht dran, wie es nur geht. So. Und jetzt habt ihr gesehen, hat es gebackt, aber wir sind noch nicht drin. Jetzt sind wir drin im Wallbreach. Und ja, dieser Glitch ist eigentlich auch sau easy. Leute, jetzt sind wir im Wallbreach drin, jetzt könnt ihr euch diese Sachen hier angucken, wie zum Beispiel Basketbälle, die ich jetzt bisher zum ersten Mal im Spiel hier sehe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon irgendwo anders mal Basketbälle gesehen habt. Oder dann haben wir auch hier oben irgendwelche Masken oder so Teddybären, die hier rumhängen. Ja, es sind auf jeden Fall ganz coole Sachen. Und das Schöne ist an dem Wallbreach Glitch, dass der nicht nur so klein ist, sondern dass sich der Glitch noch größer, also dass der Glitch noch größer ist. Und ihr könnt hier auch noch rumlaufen. Also hier könnt ihr nicht lang, wie gesagt, das ist dieses Haus nicht, nur das vordere hier, wie ich schon gezeigt habe auf der Karte, aber ich bin gerade im Passivmodus, aber ihr könnt hier mit Waffen rumballern. Und ja Leute, ich hoffe, euch hat der Glitch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, spammt den Like-Button mal voll, mal gucken, ob wir schaffen wir 20 Likes müssen wir schaffen, Leute. Also wenn wir 20 Likes schaffen. Übrigens, morgen werde ich das Video mit dem Biker-DLC, mit der Ankündigung, da ein paar Infos zum Biker-DLC hochladen. Und ja, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da und bis dann. Haut rein.